Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute wollte ich euch nur ganz kurz zeigen, was passiert, wenn ihr ungekochtes, also dreckiges Brachwasser trinkt. Es kann nämlich passieren, dass ihr dehydriert, einen schönen Durchfall bekommt. Also erst der Durchfall, dann die Dehydrierung, ist klar. Nun wollte ich mal kurz mit euch testen, ob es so ein Random-Effekt ist oder ob das immer gleich beim ersten Mal auftritt. Wir trinken mal. Ja, wir haben Durchfall. Wir haben jetzt Durchfall. Dir ist übel und du hast Durchfall. Ich habe jetzt den Tee nicht. Also irgendein Tee würde jetzt helfen. Moment, irgendwo steht doch unser Gemütszustand. Was? Dysenterie, also Durchfall, ja. Jetzt steht da aber nicht, was da... Doch, hier. Dir ist übel und du hast Durchfall. Goldrutentee könnte helfen. Ich glaube, das wächst hier irgendwo. War das nicht sogar das hier? Ja, Goldrutenpflanze. Und daraus macht ihr euch denn Tee. Braucht ihr halt eine Feuerstelle, ein Glas Wasser oder eine Dose Wasser und dann kombiniert ihr das irgendwie und dann macht ihr euch einen schönen Tee und dann seid ihr durch damit. Das ist die günstigere Variante. Es gibt natürlich aber auch andere Mittel. Roter Tee, Vitamine, natürliche Antibiotika, Antibiotika, Flasche Triebeswasser. Keine Ahnung, also das wird bestimmt nicht dagegen helfen. Aber Antibiotika, wenn ihr das natürlich habt, ist das natürlich top. Dann seid ihr den Durchfall los und auch die anderen Krankheiten, die man sich hier noch einfangen kann. Also, nun weiß ich aber nicht, weil ich habe ja jetzt kein Glasmann und wir sind ja immer noch am Cheaten. Es kann sein, dass es ein Random-Effekt ist. Es kann aber auch sein, dass es wirklich schon beim ersten Schluck passiert und dann solltet ihr schnellmöglichst euch so einen Tee machen oder Antibiotika finden oder sonst was. Ansonsten könnt ihr das dann hinten losgehen, denn ich meine, 40 Minuten durchschäten, da wäre ich auch im Arsch, ja? Also da wäre ich definitiv... Moment, haben wir jetzt auch mehr Durst? Eigentlich müsste das so sein. Nö. Ah, komisch. Ah, da oben steht, was passiert. Ausdauer minus ein Ausdauer alle. Also jede Sekunde einmal Ausdauer. Na gut, aber das regeneriert sich ja, seht ihr. Wenn das jetzt das Einzige ist, was das ausmacht, na, dann ist das zu verknusen, finde ich. Ich dachte, das wäre schlimmer. Gut, ja, das wollte ich euch nur... damit zeigen, macht das nicht, gerade am Anfang des Spiels, wo ihr noch keinen Zugriff auf Medikamente oder sonstiges habt, könnte das sehr schwierig und ärgerlich werden. Kocht es ab und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, bis zum nächsten Guide-Video. Ciao, ciao.